So, und da begrüße ich euch gleich wieder hier zu Izual. Mal schauen, ob der mir noch genauso nervt wie in der Vergangenheit. Also was mir auffällt, ist, dass es jetzt immer mehr Sachen gibt, die einem zusätzliche Erfahrungspunkte bereitet. Und wie schon mehrfach erwähnt, dass halt die Werte an sich nach oben gegangen sind. Sprich, also hier auf dem Schild sind auch schon wieder 290 Stärke, 300 Leben und nochmal 8% Leben obendrauf. Plus Erfahrungspunkte. Also es wird insgesamt an, momentan scheint es zumindest einfacher. Okay, schauen wir uns noch Diablo an. Mal schauen, wie es da aussieht. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Ich bin gerade auf dem Weg rauf zu Diablo. Mal schauen, ob es hier noch irgendeine Erneuerung gibt oder nicht. Und ansonsten sind wir, was die Bosse angeht, eigentlich schon wieder durch. Schauen wir mal. Hammer. Weiter geht's im Schatten. Thank you.
Diablo auch wieder gewichtet. So, dann lasst uns mal gucken. Was haben wir denn da Schönes? Okay. Zumindest ist es mal was gedroppt. Okay, eins gibt es sozusagen, und zwar, wenn ihr die Quests beendet, erhaltet ihr meistens dafür auch nochmal zusätzlich Waffen. In dem Fall haben wir das Spiel durch, da ich ja Reap of Souls leider noch nicht habe. Als nächstes folgen ein paar Elite-Bosse, damit ihr mal die neuen Effekte seht, weil die haben sich natürlich auch noch ja, wunderschön dargestellt. Gut, in diesem Sinn verabschiede ich mich für heute. Wir hören uns dann beim nächsten Video und bis bald. Ciao, ciao.